So, neue Partie, neues Glück, würde man so sagen. Leider lässt das Spiel ja verloren spielen. Shit. Ja, mach weiter so. Müssen die Spieler ein bisschen motivieren. So, wir haben jetzt auch noch Training. Ja, komm, dann simulieren wir das mal eben. Dann können wir gleich mal kurz einen Blick auf die Tabelle schmeißen. Wir sind immer noch Erster. Wow. Immer noch Erster. Nice. Geil. Osnabrück hat, glaube ich, auch verkackt, ne? Das ist natürlich schön. Ja, machen wir direkt hier weiter Trainingssimulation. Müssen wir mal gucken, gehen wir mal als nächstes spielen müssen. 4-4-2 halten, da muss ich gleich mal nochmal gucken, ob ich da noch ein paar Sachen ändere. Weil, wie sind ich so aufgeschlossen, aufgetreten, wie ich es eigentlich erwartet habe? Wie gesagt, ist auch das erste Spiel jetzt gewesen. Gegen Eversberg. Okay, gucken wir mal kurz in unsere Taktikvorlagen. Lass mal kurz gucken, ich habe ausgeglichen. Lass uns mal das mit direkten Pässen probieren. Wir gehen mal auf eine 50er Tiefe. Wir sagen hier Abwehr überlaufen. Ihr habt ja gerade selber gesehen, die überlaufen überhaupt keine Abwehr. Das ist so ekelhaft. Die überlaufen halt nicht. Das bleibt erstmal ja. Gut, lass uns mal kurz gucken. Wie sieht das denn hier aus mit der Mannschaft aktuell? Team. Ja, Trikot passt. Wir müssen einmal durchwechseln, sehe ich gerade. Der muss auf jeden Fall raus. Da packen wir mal Götze rein. Ach, Götze, komm es. Liebe Fußballfans, willkommen zu diesem Spiel. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Wolf Fuß und Frank Buschmann sind auch heute wieder das gewohnte Kommentatorenteam. Und heute freuen wir uns auf eine Partie aus der Liga. Wir freuen uns auf ein super Spiel. Ich denke, die beiden Teams Ach, fuck, habe ich das jetzt übersprungen? Da muss ich mal kurz nochmal neu starten. Sekunde. Auch das Bild nämlich, sonst kann ich das Thumbnail nicht machen. Obwohl, das könnte man auch als Thumbnail nehmen. Hallo und willkommen, liebe Fußballfreunde. Wir begrüßen Sie zu unserer heutigen Partie. Mein Name ist Wolf Fuß So, und jetzt können wir ich direkt werde das skippen. Ganze gemeinsam mit Frank Buschmann für Sie Ah, kommentieren. jetzt müssen wir heute Und aber heute definitiv präsentieren besser wir Ihnen spielen. ein Ligaspiel. Könnte eine klasse Partie werden. Ich bin sicher, das wird ein tolles Spiel. Da ist einiges drin und wir freuen uns, dass wir dabei sein dürfen. Klasse Chance jetzt. Klasse aufgepasst vom Aber Torwart. da waren wir, sind wir direkt von Anfang an schon besser, ne? Gegen die jetzt bisher. Kurzer Eckball. Zieht mit dem Ball nach innen. Und so wird das nix. Den hält der Torwart natürlich. Da packt er sein ganzes Können aus, verhindert mit einer super Parade Tor Nummer 1 in diesem Spiel. Ah, direkt wieder Fehlpass. Sie greifen an, man spürt diesen Schwung, wollen sie jetzt auch vor dem gegnerischen Tor nutzen. Gäbe jetzt durchaus einige Anspielstationen. Kann klären auf Kosten dieses Einwurfs. Müller. Ja, sehr dribbelstark, macht das richtig gut. Der Ball ist im Seitenhaus, Einwurf. Und dann ist der Ball weg. Oh, ich sollte mich einfach gewöhnen, direkt vom Spieler zu sprinten. Lukas Schnellbacher. Ja, ohne große Mühe den Ball abgefangen. Ich glaube, er könnte diese Partie wirklich an sich reißen. Er macht ja im Moment in der Liga, was er will. Ja, vor dem Tor, zack, ist das Ding drin, da kann ihn keiner stoppen. Verantwortlich dafür natürlich auch dieses blinde Verständnis mit den Nebenleuten. Ich habe gerade so eine Sekunde blöde für die Führung Fliege. kommen. Und der Angriff ist wohl erstmal vorbei. Ja, die dürfen gar nicht so weit kommen am besten. Das wäre natürlich noch besser. Aber guck mal, jetzt ist wieder das Problem. Es läuft keiner mit nach vorne. Ne? Es ist keine Anspielstation gerade da. Jetzt nochmal rüber gespielt. Sehr schön. Jetzt Sieht vielleicht mal. vielversprechend aus. Das könnte die Führung geben. Es ist ein Eigentor. Immerhin führen wir heute mal.
Ich hatte auch keine Möglichkeit, was anderes zu machen. Die standen wirklich sehr gut. Ja, sehr schön. Eigentor. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Macht da gut Druck. Ja, komme ich aber nicht hin. Komme ich nicht durch mit. Müller. Jetzt der Steilpass. Das ist die Chance. Oho, was für ein Tor! Alter! Schön! Ich führe gerade 2:0. Nachdem ich gerade 2:1 verloren habe. Hier sehen wir nochmal, wie dieses Tor entstanden ist. Erst der Steilpass und dann machen sie aus nächster Nähe das Tor. Hat die Hände runtergenommen? Nur noch Formsache. Ach, der hat das komplett falsch abgeschätzt. Große Freude auch am Spielfeldrand. Er ist zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. Das müsste es doch eigentlich jetzt sein. Hier steht es 2:0. Sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Und da gibt's jetzt den Einwurf. Den Ball hält er, war am Ende auch mehr oder weniger mühelos. Setzt sich durch und jetzt könnte es was werden. Sehr gut gemacht. Ah, ich war im Überlegen, ob ich abspiele. Hätte ich besser gemacht. Sie stören früh und da haben sie Erfolg. Stark gemacht, das könnte was werden. Das nächste Tor, die Abwehr erneut machtlos. Ich glaube, die 10 legen wir gerade. Also man sieht ja diesen Unterschied, ne? Köln so stark und die hier gerade nicht allzu stark. Und Wolf am Ende hatte auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Ein einseitiges Spiel heute. Schauen Sie sich diesen Spielstand an. Und das gibt Eckball. Wir können mal kurz gucken. Wir haben jetzt gerade Halbzeit. Wir können mal ein paar kurze Einstellungen machen. Habe ich jetzt beiden? Guck mal, da hat es geklappt diesmal mit dem Abwehrballlaufen, interessanterweise. Wir gehen mal so ein bisschen so auf 65. Die Breite auch mal ein bisschen höher. Also auf 55. Ja, so eine Partie, da kann man jetzt wieder ein bisschen rumexperimentieren und gucken, ob das jetzt besser läuft. Ball kurz gespielt. Flanke abgeblockt. Klasse, wie er da hingeht, gibt Einwurf. Müller. Weiter mit dem Vorteil. Malt. Oh, Junge, der war fast drin. Bei so einem Ding musst du natürlich auch ein bisschen Glück haben. Hat leider gefehlt. Ja, das war wieder gedrückt im Endeffekt. Weil ich merke jetzt nichts davon, dass man mit einer höheren Tiefe früher angreifen kann, quasi. Das macht er gut. So, und das nächste Tor, und es wird immer deutlicher. Vorsprung ist klar, 4 Tore, die lassen wir. Also, ne, abschalten, wir haben gewonnen. Also. Da schauen wir uns das Tor doch mal an. Zunächst der wirklich gute Pass in die Tiefe. Und dann dieses Tor, den Ball einfach reingehämmert und da gibt es nichts mehr zu halten. 4:0 ist wirklich eindeutig. Eine ganz einseitige Partie. Da trennt er ihn fair vom Ball.
war natürlich ein guter Zweikampf. Ist hier immer noch am Ball. Er schießt. Klasse aufgepasst vom Torwart. Also ich finde jetzt nicht dadurch, dass man höher steht, relativ her, dass man da mehr Möglichkeiten bekommt. So, Pausenpfiff, das war's. Wir haben jetzt wie oft gewechselt? 1, 2, 3, 4. Machen wir den auch nochmal im Team. Das ist ein bisschen zum Rumexperimentieren jetzt. Und ich muss den Spielern da so ein bisschen die Spielzeit geben. Wie gesagt, ich finde jetzt nicht, dass man mit einer höheren Tiefe besser steht am Angriff. Das Einzige, was ich jetzt sehe, dass die so ein bisschen höher stehen, meine Spieler, ist, weil auch wieder das auch das Einzige. Schade. Was mir jetzt so auffällt, dass die beim Angriff ein bisschen höher stehen. Dann hältst du halt auch solche Bälle. Da kommt der Schuss. Sie lassen nicht nach, auch nicht bei. Deswegen spiele ich meine Ecken immer kurz. Kurze Ecke und dann versuche mit dem angeschnittenen Schuss aufs Tor zu schießen, weil das ist einfach. Wenn es aufs Tor geht, dann ist es schon richtig stark. Eine beruhigende Führung für sie. Lukas Schnellbacher. Da gewinnt er den Zweikampf. Der war nicht gut gespielt, der Pass. Der war nicht gut. Oh, viel Platz jetzt. Stark gemacht. Doppelpack. Niemand kann ihn aufhalten. Was hat man als höchstes? 6 zu 1, 8 zu 1 oder so? Ich glaube, Elversberg kriegt gerade die volle Breitseite ab, weil wir gerade verkackt haben. Absolut dominant, wie sie hier auftreten. Die logische Folge, das 6 zu 0. Lukas Schnellbacher. Hätte ich direkt auf Pressing gehen müssen. Jetzt ist der Angriff dort gestoppt. Der Gegner hat den Ball. Klasse Pass. Sehr gutes Tackling. Das war wichtig. Halbe Stunde noch. Dann ist das Spiel vorbei. Ja, jetzt merke ich auch, ich stehe jetzt relativ hoch, ne? Also meine Spieler stehen sehr weit vorne. Das ist auch ein Problem gerade, merke ich gerade mit der 60. Wenn es nach vorne geht, die kommen nicht schnell genug mit nach hinten. Er hat den Ball, gute Aktion. Ja, du musst auch so einen Ball mal verteidigen können. Aber er muss so langsam aufpassen, weiter dieses Dribbling. Der Schuss. Der Torwart passt da auf, ganz locker macht er das hier. Ja, und solche Pässe kommen halt nicht an, weil sie dann die Abwehr versuchen zu überlaufen, dann aber nicht da sind zum Anzuspielen. Es ist schon manchmal ziemlich doof, ne? Schöner Pass. Überragendes Tor. Drin ist der Ball. Damit hat hier niemand gerechnet. Absolut. Ich tue mir gerade so leid. Ich glaube, da müssen wir uns erstmal die Zeitlupe angucken, um zu verstehen, was da eigentlich. Aber man merkt auch direkt diesen Stärkeunterschied einfach.
eine absolut klare Angelegenheit ist das heute. So viel können wir schon mal. Ärgert mich immer noch, dass ich gegen Köln verloren habe. Ob er sich schlimmer verletzt hat, es wirkt zumindest so. Ball geht direkt zum Gegner. Geht nach innen. Ganz knapp vorbei. Davy Frick. Machen Sie gut. Ball erstmal weg. Kurzer Blick zur Uhr. Ich stehe mir viel zu hoch bei einer 60er Tiefe. Viel, viel zu hoch. Klasse Aktion. Ball ist weg. Kollegen bieten sich an. Sie kommen. Das hat er geahnt. Ja, und da ist das auch das Problem. Die stehen hinten so ekelhaft drin. Ja, und dann hast du natürlich keine Möglichkeit, da dich durchzukombinieren. Sieht nicht gut aus bei ihm. Sie werden wohl wechseln müssen. Früher wurde das eingeblendet, wenn jemand verletzt ist. Mittlerweile auch nicht mehr, wie es aussieht. Und da ist der Ball wieder weg. Hat er nur noch den Torhüter vor sich. Sie bringen den Ball im Tor unter, aber wir sehen es, echter Jubel kommt nicht mehr auf. Weil es einfach Ehrentreffer, wie man so schön sagt. Es hätte ihm früher gelingen müssen. Echter Jubel kommt nicht mehr auf. Ey, wir haben ein Tor geschossen, wir haben ein Tor geschossen. Ey. Ich habe auch überlegt, ob ich den Torhüter raushole, was natürlich jetzt keine gute Idee war an der Stelle. Mal sehen, ob sie hier noch zurückschlagen können. Irgendwie. Peters. Macht da gut Druck. Auf Außen ist Platz. Den Ball hat die Abwehr. Junge, was macht ihr denn da? Was macht ihr für eine Scheiße? So, lass mal kurz schauen. Das habe ich hier drin ausgeglichen. Wir machen mal... Ach, da kann ich gar nichts anderes reinmachen. Halten! Aber wenn du aus der Distanz so eine Chance hast, dann muss eigentlich fast mehr rumkommen, ne? Ja, sehe ich auch so. Das ist keine gute Aktion. Eine verschenkte Chance, gerade gegen diesen Torhüter. Und damit ist der Ball weg. Eine Minute wird jetzt noch oben drauf gepackt. Muss er runter? Läuft auf jeden Fall nicht mehr ganz rund. Das ist der. Ja, diesmal sah es wesentlich besser aus. Sieht vielversprechend aus. Und haben dann beim 27 gewonnen. Alle eben. Vielen Dank, dass Sie schon so kurz nach Spielende bei uns sind. Ja, wir waren heute sehr entschlossen. Vielen Dank. Gut, was sagt die Tabelle? Wir sind immer noch Erster mit 18 Punkten und direkt danach hinter Duisburg, obwohl wir die auch so weggehauen haben. Und danach geht es gegen Elche FC, ist das, glaube ich. Ja, ich würde sagen, nicht lange schnacken. Bis zur nächsten Folge. Ciao.